Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic Arena und heute begeben wir uns in die langweiligen Gefilde des RDW. Rot gewinnt immer, sozusagen. Aber diesmal mit der Warped Spark Edition, also mit Chandra. Chandra the Fire Artisan, eine Experiment, also sie hat ihre Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass in Reddit zum Beispiel viele darüber gerätselt haben, ne, ist Chandra jetzt besser oder zum Beispiel Experiment Frenzy oder noch andere Karten. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man es spielen kann. Ich habe mir gedacht, das Grundprinzip, ganz klar, hier mit Mono Red Damage raushauen, andere Sachen zerstören, einfach Druck aufbauen, Karten ziehen. Ja, die drei Schadenspells mussten ein bisschen weichen. Dafür haben wir aber mit Chandra und Experimental Frenzy zwei Karten oder fünf Karten insgesamt, die gut was machen können. Chandra hat mich selbst, als ich das erste Mal gegen sie gespielt habe, total überrascht. Die hat die überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben. Aber prinzipiell, man will sie sofort loswerden, weil sie zieht jeden Zug eine Karte. Zusätzlich. Und wenn man sie loswerden will, macht man sich selbst Schaden. Das ist der Haken an ihr. Also meistens zumindest, wenn man es mit Schaden macht. Und dieser Schaden, ja, den kann ich gebrauchen. Weil ich muss ja meinen Gegner vernichten. Und das versuchen wir jetzt auf der Ladder. Okay, oh shit. Wir spielen mit einem roten Deck, das nur Kreaturen im Moment hat. Gegen Kaya. Orzhov. Zumindest vom Avatar. Aber gut, wir sind vom Avatar ja auch... sind vom Avatar jetzt auch nicht unbedingt die richtige Farbe. Ich weiß nicht, was mein Gegner spielt, muss ich zugeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Noch nicht. Ah, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. Ja. Das blockt man dann weg. Die Frage ist, macht man Gegner Schaden? Ja, der kann das opfern, muss er nicht. Der kommt auf jeden Fall mit dem Fireblade Artist durch. Hat er Schocks und sowas? Das ist die große Frage. Hat er irgendwelche Möglichkeiten, meinen Runaway Steamkin loszuholen? Holt er jetzt Gutterbones zurück? Oder spielt er einen neuen Gutterbones aus? Ja, gut, einen neuen Gutterbones ist jetzt kein Thema. Ah, er hat einen Leiter. Ist aber in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Weil. Dann kommt der Chainwhirler und macht den anderen Gutterbones erstmal weg. Und der Chainwhirler macht mit dem Fireblade Artist genau das, was er machen soll: Aufhalten. Okay. Wie häufig kann er das noch machen, ist die Frage. Wie häufig kann er das noch machen? Ja, wir schauen mal nach neuen Karten, weil unsere Karten sind ein bisschen... Oh, ein weiterer Chainwhirler. Der hilft uns schon mal sehr, würde ich behaupten. Scourge Reaver, ja, ist in Ordnung. Block. Ja, mein Gegner macht mir Schaden, aber es macht mir nichts. Es macht mir absolut nichts. So, wir nutzen natürlich, was wir mit Light Up the Stage bekommen haben und spielen ein paar Karten aus. Und killen dabei noch die Judith. Weil die darf nicht überleben. So viel ist klar. Die stört nur im Gesamtbild. So, deine Gutterbones, die ja, schweben ein bisschen herum. Du lässt mich wieder in Chainwiller opfern. So langsam können wir mal so eine Chandra oder so ziehen. Das wäre nicht schlecht. Schauen wir erstmal neue Karten. Also neue Karten, da haben wir doch was. Da ist was Gutes. Die ich nehme. Oh, shit. Da habe ich mich vertan. Da habe ich mich eiskalt vertan. Da hätte man noch ein Firebrand spielen können. Holen wir gleich nach. Machen wir gleich. Ist gut so. Artist, okay, das ist in Ordnung. Den killen wir weg. Falls notwendig. Ja, extra Schaden. Ist immer gut. Gönn dir. Unnötig? Absolut.
Könnt ihr. Ja, dann greifen wir mal mit allen an. Wenn er blocken will, soll er. Habe ich kein Problem mit. Gönn dir. Ja. Das war deine letzte Karte in der Hand. Schön. Ich zeig dir auch meine letzten Karten. Wir haben einmal den Pyromancer. Noch ein Firebrand. Gut. Top Deck Wars. Ja. No Blocks, tatsächlich. No Blocks. Damit kann er sich einen Gutterbones zurückholen. Aber nicht ausspielen. Super gut. Super gut, sage ich dazu nur. Super gut. Okay. Was machst du da? Gutterbones, ist in Ordnung. Den Red Hot Butcher auch angreifen. Ja, Scratch Diva ist auch in Ordnung. Kein Problem mit. Sehr schön. Das ist ein Victory. Ja, das ist mir relativ schnuppe. Wir hitten dich. Ah, ich muss die sowieso ausspielen, weil ich habe die Quest für Rot ausspielen und dann weg. Sehr gut. Das war ein schöner erster Kampf. Schöner erster Kampf. Ja, damit haben wir auf jeden Fall einiges an Potenzial. Ob was daraus wird, ist die andere Frage. Das sehen wir aber gleich. Wir dürfen anfangen. Das ist ultra geil. Normalerweise. Ja, würden doch bloß die Runaway Steamkind ewig leben. Aber die sind normalerweise immer die ersten Ziele von allen. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht weil sie eskalieren können. Aber man munkelt so einiges. Ah, mein Gegner. Überlegt. Und überlegt. Ja, Gideon ist nicht der Klügste. Er ist ein guter Mann gewesen. Aber, naja. Jace hat eher die Denkarbeit übernommen. Gideon war eher so der Anführer, der charismatische Führer. Der an der Front kämpfte. Ah, ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Theoretisch neben dem Buch zu War of the Sparks sind ja auch jetzt schon Nebenstories erschienen auf der Online-Seite. Es gibt ja von Magic extra hier auch noch eine schöne Seite. Und Wizard of the Coast, wo auch jede Menge Story zu Magic ist, weil Magic hat unglaublich Story im Hintergrund. Unglaublich viel, das ist geil. So, mein einziges Problem jetzt ist, mein Gegner spielt ja ein Deck, was Removal strotzen kann, spielt aber aktuell kein Removal, was erstmal okay ist. Schauen wir mal. Den ersten Runaway Steamkin kann er erstmal nicht aufhalten. -2, -2. Allerdings kann jetzt ein Mortify kommen. Kaya's Wrath kommt noch nicht. Er braucht jetzt einen Removal, auf jeden Fall. Alles andere ist zu langsam. Oh! Ah ja, oh. Teferi! Teferi, sag ich doch! Nice. Right on schedule. Right on schedule. Du bist tot. This might be a bad idea. Kann sein, muss aber nicht. 12. 8. Warte mal, 10 machen wir ihm. 9. Uff, das ist. Not bad. Not bad. Er könnte jetzt eskalieren. Wobei. Ich muss nichts riskieren im Moment. Kaya's Wrath kommt oder kommt nicht.
Ich vermute, er es kommt. Ah, Ruskas Contempt. Okay. Das hingegen ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir halt irgendwas. Ja, du bist irgendwas. Das war nichts Perfektes. Oder? Reicht es? Ah, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Ein mickriges Leben. Er braucht jetzt einen Kaya's Wrath und ich darf nichts haben. Er braucht auf jeden Fall einen Removal. Kaya's Wrath hat er. Das ist leider nicht das, was ich gebraucht habe. Ich habe einen Shoot gebraucht. Irgendeinen Shoot. Irgendeinen Schaden. Ja, jetzt braucht er auch wieder einen Removal. Okay, das ist ein teurer Removal. Ah, wobei. Oh. Die 2-2 hätte auch gereicht. Das ist jetzt sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Ah, gib mir einen Verflucht. Ah, jetzt hat er seine Count. Jetzt hat er seine Count. Jetzt stabilized er. Hm, das ist doof ins Vito. Das haben wir verloren. Da kann ich nichts mehr machen. Ah, shit. Mit seinem Vito kann er... Der hat jetzt zu schnell Druck. Bitte. Ah, im letzten Spiel aufzugeben war eigentlich eine dumme Idee. Weil theoretisch Light Up the... Light Up the Stage wäre gecountert worden. Ach, ja, doch. Das war unnötig. Ich habe verloren gehabt. Punkt. Gut. Jetzt haben wir eine Ultra Bad Hand. In Sachen... was machen. Wir brauchen einen sehr langsamen Gegner. Am besten Jank-Deck-Spiele. In Gold sind aber die meisten nicht da. Genau. Da ist sowas. Aber wir können Chandra spielen. Chandra ist interessant. Hier in dem Fall. Unser Gegner hat einen besseren Start. Und leider habe ich keinen schönen Removal. Aber Runaway Steam kann... Na doch, das ist ein schöner Removal. Deutlich angenehmer. Der kommt weg. Ja. Wir müssen ein bisschen die wertvolleren Trades haben und einfach ein bisschen... Ja, mal schauen. Aber in Mono-Red-Duellen, da ist halt der Sieger, der anfängt. Ah, schade. Ich habe jetzt gehofft, das kommt jetzt ein Goblin. Gegen einen Goblin hätte ich eine gute Karte gehabt. Naja, als nächstes vielleicht. Ich werde den Pyromancer wahrscheinlich spielen. Light up the stage. Okay, Länder hat er schon mal. Das ist natürlich bad für mich. Einerseits bad, andererseits. Okay. Bedrohen wir ihn mit einer Karte, die gefährlich werden kann. Wo er einen Removal machen müsste. Also er zieht einen Removal, das ist das Wichtige. Weiterer Lava Runner und jetzt kommt der Removal. Kommt nicht der Removal? Ja gut. Kommt aber auch nicht der Block, weil Goblin Chainwell hat er wahrscheinlich schon früher gespielt. Dementsprechend habe ich jetzt vor zu eskalieren mit Runaway Steam. Sehr schön. Da ist der Chainwurler. Zu spät. Ah, hervorragend. So. Ja. Das ist schlecht. Also, er hat zweimal stark gezogen. Das muss man leider zustehen. Also mit Light Up the Stage hat er jetzt super Fuel. Die Frage ist, was mache ich dagegen? Wenn ich das überlebe... Das überlebe ich aber nicht. Punkt. Wenn er angreift, ist es mir recht, dann blocke ich. Aber er macht es. Ja...
Problem. Oh. Drei Schaden ins Face. Okay. 8. Ja, das werde ich blocken. Wobei es vermutlich keinen großen Unterschied macht. It's my turn. Sit back and watch it burn. Tja. Okay, wir dürfen nicht anfangen. Das ist immer schlecht. Also mit Mono Red ist es immer schlecht. Aber wir haben eine ziemlich gemischte Hand mit Möglichkeiten, Potenzial und allem Pipapo. Und wir spielen gegen Control. Da ist es als zweites immer schlecht. So, was kommt da? Syncopate. Das ist okay. Das freut mich sogar, dass es so frühzeitig kam. Wir haben leider kein Land. Land wäre schön gewesen. Oder Land wäre jetzt schön. Spielst du Teferi? Das ist jetzt die Frage. Spielst du Teferi? Ah. Jesus, Sanity. Ja, gut. Der darf natürlich nicht bestehen, weil sonst kriegt man... Moment, was spielst du denn, bitteschön? Du spielst kein extra Control. Das ist dann eher ein Midrange-Bild. Okay, mein Gegner ist auf jeden Fall Mana Scroop. Das ist schon mal nicht schlecht. Counter spielst du. Okay, ein Land ist weg. Ein Land ist weg ist schon mal nicht schlecht. Dann drei Länder ist auch nicht schlecht. Wir machen ihm jetzt ordentlich Damage jede Runde. Er hat jede Menge Counter. Er ist Mana Scroop. Na, er ist nicht Mana Scroop. Er macht sich Schaden. Oh, er macht einen Zug lang nichts. Das ist interessant. Das ist durchaus sehr interessant. Also gibt mir einen Zug lang Zeit, alles zu tun. Was hätte ich da gern? Ich hätte gerne ein Land. Aber hätte ich nicht mehr zu... Ich hätte gerne ein Land. Irgendeine geile Karte. Ja, wir greifen erstmal an. Dann schauen wir uns an, was wir ziehen. Wir ziehen Frenzy. Die Frenzy ziehen wir, die Frenzy. So, wir setzen ihn so weit unter Druck, dass er etwas machen muss. Er muss meine Kreaturen sowohl killen, wie auch mich countern können. Mit 4 Mana. Beide Optionen. Das wird nicht leicht. Das wird echt nicht leicht. Das wird echt nicht leicht. Obwohl er sich jetzt gerade die Karten aussuchen konnte. Okay, er hat ein Land gezogen. Er will sich nicht den. Er kann sich nicht den Schaden machen, sonst ist er tot. Moment, hat er sich das Land extra gezogen? Gut, er muss jetzt handeln. Jetzt muss er handeln. Er muss was tun oder ist tot. Was ich präferiere. Moment of Craving. Ist in Ordnung. Dann schauen wir einfach mal, ob er einen passenden Zauber dafür hat. Wenn nicht. Wenn doch. Oh, bitte. Ja. Uff. Ja, deswegen habe ich kein Frenzy gespielt, sondern ihn. Wegen der Möglichkeit zu Syncopate. Wir haben ja eins gesehen, dementsprechend war die Möglichkeit gegeben, dass er noch eins hat. Ach, aber mit Mono Red, da werde ich einfach nicht mehr warm. Das war anfangs, als das Spiel rauskam, ganz angenehm. Aber ich bin so genervt von Mono Red mittlerweile. Ich wollte es trotzdem mal spielen, einfach nur um Chandra zu testen. Chandra finde ich cool. Chandra ist eine gute Karte. Die passt gut in Mono Red rein.
Aber... Nee, nee. Habt ihr eine Idee, wie ich aus Gold rauskomme? Irgendein Deck, ich wechsle dauernd die Decks, ich probiere alles aus. Und ich bin Frustspieler. Ich habe, glaube ich, gestern ein bisschen Myth mit dem Grixis-Deck, was ich euch auch mal... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich euch auch mal gezeigt. Gespielt und bin von Gold 1 zu Gold 4 einfach runter. Schnurstracks, einfach so. Einfach gerade. Das hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Dauernd Mana Screw, dauernd irgendwas, dauernd Mono Red überall. Ich überlege, ich will eigentlich kein Counter-Deck für die Meta machen. Das ist so langweilig. Andererseits, habt ihr irgendeine geile Idee? Eine geile Idee, wie man aktuell gut was reißen kann. Ich überlege, vielleicht wieder mein Gates-Deck zu beleben. Das Gates-Deck hat mir sehr gefallen. Hat gegen die Meta, die heute ja immer noch dieselbe ist, gut bestanden. Also es hatte gegen Esper Control, die Golems und gegen Mono Red hatte es Healing und gegen Mono White hatte es ein Swipe. Ja, eigentlich, ich glaube, Gates müssen wir mal... Gates überlege ich mir umzubauen und dann könnten wir mal vielleicht was daraus machen. Aber wenn ihr bessere Ideen habt, irgendein Deck, was ich mal testen soll, irgendein Deck, was ziemlich geil gegen Mono Red, Mono White und Esper Control ankommt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin dankbar für jede Hilfe. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.